Meine Damen und Herren, begrüßt mit einem großen Applaus unseren nächsten Speaker, den Markus Lehmkuhl mit der Eisstrategie. Du bist aber nicht Markus. Komisch, ne? Komisch. Gut, dann hätte ich mir das auch sparen können. Ich gehe aber trotzdem mit. Mach mal, hau mal, mach mal einfach. Okay, ja. Könnt trotzdem mal applaudieren. Ja, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Also, der Typ sieht besser aus als ich. Ja. Ich habe gestern Abend allerdings noch ein bisschen an meiner Stimme gearbeitet. Ich habe sehr laut geredet, aus dem Grund, dass die Hintergrundmusik sehr laut war, um so ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Denn die Stimme von Markus, die habe ich natürlich nicht. Doch der Markus, wie ihr seht, kann heute nicht hier sein. Das hat einen Grund. Und er hat mich gebeten, das für ihn zu tun. Wir ticken sehr ähnlich. Das macht dann Sinn. Also wenn jemand über sein Thema reden soll, über das von Markus, dann macht es natürlich Sinn, dass diese beiden sehr ähnlich ticken. Und das ist der Fall. Von daher gebe ich mein Bestes, damit ihr wisst, wer ist der Markus. Und ich sage es gleich vorab, wir haben eine App entwickelt, das ist auch ein Startup-Unternehmen, das diesen Vortrag, den ich jetzt halte, direkt aufzeichnet, in die Stimme von Markus Lehmkuhl umwandelt und etwa so zwischen 0 und 3 Uhr erscheint es als Podcast, ne, hier, Männer mit Seele, erscheint es als Podcast. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr nicht einschlaft, einfach diesen Vortrag mit der Stimme von Markus heute Nacht schon nochmals hören. Ja? Und wer sich, ja, da darf geklatscht werden. Und wer sich an diesem Startup beteiligen möchte, der kommt einfach hinterher zu mir, dann kriegt er die Visitenkarte von Markus, ja, und dann funkt er ihn an. Also, Eisstrategie. Bei dem Wetter hat der ein oder andere vielleicht heute oder in den letzten Tagen auch ein Eis gegessen. Das sind drei Buchstaben, EIS. Und der Markus hat sich, wie wir das gehört haben, vom Barne viele Gedanken darum gemacht. Er ist in seinem Leben öfter auf die Schnauze gefallen, auch das haben wir heute schon mehrfach gehört. Und manchmal können wir uns auch sagen, wir müssen gar nicht erst auf die Fresse fallen, damit wir das Leben leben, das uns selber wirklich einen Sinn gibt. Denn es, wie Sinn, ist eines von den Dingen, die bei der Eisstrategie wichtig sind. Und die meisten Menschen, ja, die fragen sich natürlich, wer bin ich denn? Und viele fragen sich natürlich auch wieder, wer will ich denn sein? So morgen, übermorgen, nächste Woche oder nächstes Jahr oder einfach auch heute. Und viele wissen das nicht. Viele fragen sich immer, wie funktioniert das denn? Wie funktioniert es denn, dass mein Leben einen Sinn hat und dass ich der bin, der ich wirklich sein will? Wie funktioniert das? Hat irgendeiner eine Ahnung, wie das funktioniert? Einfach mal melden oder einfach reinrufen, wenn es einer weiß. Achtsamkeit? Habe ich Ausbildung gehört? Rausfinden, ja, das macht Sinn, ja. Experimentieren können wir auch machen, genau. Und was braucht es denn, damit wir der sein können, der wir sein wollen? Was braucht es dafür? Ehrlichkeit? Schauen wir mal, findest du irgendwas mit S? Wir sind ja bei der Eisstrategie und jetzt sind wir schon beim Buchstaben S. Ich habe also hinten angefangen. Selbstfindung? Selbstbewusstsein? Sich unserer Selbstbewusstsein? Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge, ob wir selbstbewusst wirken, wenn wir auf einer Bühne stehen vor anderen Menschen. Viele sagen, oh, diese Person wirkt sehr selbstbewusst, heißt aber noch lange nicht, dass diese Person tatsächlich selbstbewusst ist. Das, was alle dafür brauchen, jeder Mensch, ist Selbstverantwortung. Das brauchen wir, um der zu sein, der wir sein wollen. Und was glaubt ihr, wie viele Menschen übernehmen für ihr eigenes Leben wirklich Selbstverantwortung? Wer hat eine Idee? Wenn wir mal so von 100 gehen, also von 100 ausgehen, ne? Dann haben wir die 100%. Wie viel von 100 Menschen übernehmen wirklich für ihr Leben Selbstverantwortung? 15, 10, 5, 3%, 1%, 8. Also, jeder hat dazu eine andere Idee. Und wenn ihr Menschen beobachtet, wenn ihr schaut, wie sich diese Menschen verhalten und wenn ihr Menschen einfach mal das Ohr schenkt, wie sie auch reden über andere und mit sich selber, dann werdet ihr feststellen, es sind wirklich wenige. Also ich beobachte auch, es sind vielleicht 3 von 100, die zu 100% Selbstverantwortung übernehmen.
Oft ist es immer irgendetwas anderes, die Schuld haben an dem, was gerade passiert. Und der Markus als Beispiel, der hat auch die Selbstverantwortung übernommen, dass er eben heute nicht hier sein kann. Doch er hat selbst dafür gesorgt, dass jemand anders da ist und es für ihn tut. Ohne dass wir das ganze Programm umschmeißen, also ohne dass jetzt jemand kommt, so wie ich, und ich einen Vortrag halte, den ich irgendwo halten würde oder schon mal gehalten habe. Das hat mit Selbstverantwortung zu tun. Und ich möchte mal wissen von euch, wer von euch führt ein selbstbestimmtes Leben? Wer tut das wirklich? Ein ganz selbstbestimmtes Leben. Es ist immer so schwierig hier zu gucken. Okay, nehme ich dich mal dran. Ja? Kannst du mir deinen Vornamen sagen? Sandra. Sandra, wenn du sagst, du führst ein selbstbestimmtes Leben, ja, kannst du den anderen mal ganz kurz erklären, wie das aussieht, dieses selbstbestimmte Leben? Nur ganz kurz. Selbstständig, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht und mache das, was mir Freude bereitet, auch und mute das den anderen zu. Okay, was machst du beruflich? Ich bin Coach, Expertin für Veränderung. Okay, gut. Und das machst du jeden Tag? Ja. Dich auch selber verändern? Ja. Okay. Und wann hast du angefangen, diese Selbstbestimmtheit in dein Leben reinzulassen, sie wirklich zu leben, jeden Tag? Also schon immer versucht, aber wirklich gelebt nach einem fetten Burnout in der Anstellung. Okay, also braucht es auch einen vor die Fresse vom Leben, dass du so gemerkt hast, ach scheiße, ne, bisher war ganz gut, aber jetzt haut das Leben dir eine rein und dann wird es irgendwie besser. Ja. Okay. Wer von euch hier im Saal möchte denn wirklich auch für sich 100%, erstmal vielen Dank natürlich, 100% selbstbestimmt leben? Wer möchte das? Ich frage mal andersrum, wer möchte das nicht? Und der soll mal eben aufstehen. Du möchtest das nicht? Okay, haben wir einen einzigen. Und es ist völlig okay, wenn er das nicht will. Dankeschön. Ja? Es ist ja keine Pflicht. Wenn wir ein selbstbestimmtes Leben wollen, hat das immer was mit Gefühlen zu tun. Und wenn wir Gefühle mit E schreiben, dann nennt sich das Emotionen. Na, ihr merkt, es ist jetzt durch, wir kommen zum E von Eisstrategie. Und Emotionen sind das, was ich auch selber beobachte, sind immer das, was unser Leben bestimmt. Jede einzelne Entscheidung, die wir treffen, ist immer zurückzuführen auf eine Emotion, auf ein Gefühl. Jede, das behaupte ich. Die Neurowissenschaftler, die sagen, der größte Teil von Entscheidungen bei den Menschen, also die werden so aus dem Unbewussten getroffen. Und das Unbewusste, ja, der ein oder andere weiß es, kann nur zwei Dinge. Das Unbewusste, das Unterbewusstsein kann nur zwei Dinge. Bilder und Gefühle. Nur das kann es wahrnehmen, alles andere nicht. Und die meisten Menschen handeln immer aus ihrem Kopf heraus, aus ihrer Logik. Ja, fragen sich ganz viel, wie soll denn dies oder jenes funktionieren? Doch wenn wir eine Entscheidung treffen, und auch jede Entscheidung, die ihr getroffen habt, hat immer etwas mit einem Gefühl zu tun. Und Gefühle, die wollen wir am liebsten haben, dass sie gut sind. Und nicht, dass sie scheiße sind, dass das Leben dir eine reinhaut. Ja, mit so einem fetten Burnout. Und so ein Burnout, der kommt ja nur, wenn wir jeden Tag Dinge tun, die wir gar nicht tun wollen. Den ganzen Tag irgendwas machen, was wir nicht wollen. Wir haben das im Laufe des Abends schon von vielen Seiten hier gehört. Und viele, die schon geredet haben, haben auch vom Leben eins in die Fresse gekriegt. Und der Markus auch. Sogar in den letzten Tagen hat er vom Leben welche in die Fresse gekriegt. Und darüber rede ich mit ihm. Und deswegen heißt auch sein Podcast Männer mit Seele, denn dieser Markus, der hat eine ganz große Seele, eine ganz tiefe Seele. Und er hat so viele Gefühle durchlebt in seinem Leben, dass er sich manchmal denkt, Mensch, musste das alles sein irgendwie? Ne? Gibt es da nicht eine Abkürzung oder so? Nee, manchmal gibt es sie nicht. Und was wir eben auch nochmal gehört haben, war dieses Thema mit der Motivation von innen, mit der intrinsischen Motivation. Da hat mich sehr gefreut. Denn das ist das Einzige, wo wir immer wieder hingucken sollten. Ist es etwas, was uns vom Herzen aus antreibt? Oder ist es etwas, das uns von außen antreibt? Also die Gehaltserhöhung, die wir kriegen, oder das schicke Auto. Das hält alles so ein paar Tage oder ein paar Wochen an, dann ist das weg. Aber ihr solltet immer darauf achten, dass ihr jeden Tag das tut, was ihr wollt und dass ihr jeden Tag eure intrinsische Motivation bedient. Und dazu hilft tatsächlich so eine Analyse, um das mal schwarz auf weiß zu sehen, um das mal zu spüren. Und dann stellen viele Leute fest,
Ich kenne das selber, ich arbeite auch mit so einer Analyse bei meinen Kunden. Die gucken hin und stellen fest, ach du Scheiße, jetzt weiß ich ja, warum ich 20 Jahre überhaupt nicht glücklich war in meinem Job. Es gibt Menschen, die machen 20 Jahre, manche sogar länger, ihren Job und spüren jeden Tag, dass sie nicht glücklich sind. Quälen sich dahin, Kopfschmerzen oder werden rund und schwer, weil sie das irgendwie mit Genuss irgendwie übertünchen wollen. Und dann sehen sie, ich habe ja ganz andere Antreiber. Jetzt weiß ich ja, warum das nicht funktioniert und warum ich mit dem oder dem oder dem nicht klarkomme, der da morgens mit dem Skateboard kommt. Oder der, der mit seinem schicken Koffer immer in der Welt rumreisen will und die Meilen sammelt. Dann wird einem das plötzlich klar. Und dann hat man eh wie Erkenntnis. Ich habe mir also ein paar Sachen aufgeschrieben, dass ich das erzähle, was der Markus euch auch erzählt hätte. Dann habe ich diese Erkenntnis, ja, wo ich sehe, das ist ja wirklich das, wenn ich darauf achte und das wirklich tue, dann kann ich ja viel glücklicher werden. Dann kann ich ja viel zufriedener werden. Und dann ist es für den einen oder anderen gar nicht mehr wichtig, dass er denkt, naja, ich brauche dafür ein bestimmtes Jahresgehalt, ich brauche dafür einen bestimmten Ort, an dem ich lebe, ich brauche dafür ein bestimmtes Auto, das ich fahre, sondern ich brauche einfach nur auf mein Herz hören und immer wirklich ganz ehrlich zu mir zu sein. Die Erkenntnis haben nun mal nicht viele. Und wenn wir das nicht spüren, wenn wir da nicht diese Ehrlichkeit, fängt auch mit Ehren, diese Ehrlichkeit zu uns selbst nicht haben und uns einfach mal angucken, was ist da? Was ist denn jetzt gerade? Vielleicht stecke ich in der Scheiße. Vielleicht nur bis zum unteren Knöchel. Vielleicht auch bis zum Knie. Oder vielleicht schon bis zur Hüfte. Und manchen steht vielleicht auch alles bis hier. Jetzt können wir sagen, ach, irgendwie ist es ja kuschelig warm, wenn wir so bis zum Hals in der Scheiße stehen. Das Blöde ist nur, du kannst dich nie setzen. Ja? Du kannst dich nie setzen. Ganz blöd. Tja, und jetzt können wir wieder die Frage stellen, was brauchen wir, um uns zu finden, um bei diesem Sein zu sein und dem Leben einen Sinn zu geben? Was brauchen wir dafür? Jetzt sind wir beim I, A, Inhalte, Inspiration, Ideen, Impulse. Am besten noch Impulse to go. Ja, deswegen wundere ich mich, dass wir alle sitzen heute Abend. Ne? Also wir könnten ja auch alle hier rumlaufen. Ja? Vielleicht würde das noch mehr Impulse geben. Doch dann können wir uns fragen, macht das Sinn? Noch ein Impuls, noch ein Impuls, noch ein Impuls. Noch ein Buch lesen über Erfolg und noch ein Buch lesen über Erfolg und noch eins lesen und wieder mal nicht anwenden. Wenn das alles so funktionieren würde, was diese ganzen Erfolgsbücher da so, ja, an Inhalt preisgeben für den Menschen. Und wenn diese Dinge, die immer von außen draufgepackt werden, ne, du sollst dich so verhalten oder so verhalten oder so verhalten, wenn das alles funktionieren würde, dann würde es doch den Abend gar nicht geben. Dann wären wir doch alle glücklich und zufrieden. Wenn wir alle so einen Millionen-Bestseller lesen, ich nenne jetzt mal keinen Namen, millionenfach verkauft dieses Buch, ja, wo drin steht, wie du dein Glück und deine Erfüllung findest und wie du, ja, einfach so dein Leben genießen kannst. Da wundere ich mich immer, millionenfach verkauft, aber ich sehe die alle nicht. Ich kann die nicht finden. Also wenn ich mich umgucke, dann sehe ich die nicht, die das dann umsetzen. Und ich möchte euch heute Abend nur einen einzigen Impuls geben. Und ihr könnt alles vergessen, was ihr bisher gehört habt über E, über das S oder über das I. Könnt ihr alles vergessen. Wird ja eh aufgezeichnet gerade mit unserer App, ja? Läuft also in ein paar Stunden mit der Stimme von Markus. Ich gebe euch eine Frage an die Hand. Und mein Wunsch ist, dass ihr für euch gleich selber, wenn ich euch die Frage stelle, mal schaut, dass ihr die Antwort mit nur einem einzigen Wort aussprechen könnt. Also innerlich für euch, ihr müsst das nicht hier in den Raum rufen, einfach nur für euch. Mit einem Wort oder mit einem kurzen Satz. Seid ihr einverstanden? Ich will euch ja hier nicht bevormunden, ne? Nur weil ich hier oben stehe oder so. Ne? Das ist ja immer wie in der Schule früher. Ne? Da steht einer da oben und schon ist anders. Ne? Wenn das jetzt so ist, ist es auch wieder anders. Ne? Dann denkt ihr alle, ach Mensch, jetzt ist nett. Ja? Der Lehmkohl ist schon nicht da, wir wissen noch nicht mal den Namen von dem Typen da und dann steht er da oben. Ne? So, ist aber anders, ne? Schule ist immer anders. Also, wenn ihr einverstanden seid, stellt euch mal die Frage. Und es kann vielleicht Sinn machen, dass ihr dazu alle mal die Augen schließt
um nicht abgelenkt zu sein von irgendetwas. Ja, wenn man dunkle Haare hat, 6 blonde Frauen neben sich, kann es schon mal Sinn machen, die Augen zu schließen. Ja? Stehst nicht vorne, aber ich sehe, wie du immer nach rechts rüber schaust. Ne? Also, stellt euch bitte mal die Frage, wenn ihr wollt, ist immer eure eigene Verantwortung. Was ist das? Und ich spreche jetzt mit du an. Was ist das, was du wirklich, wirklich, wirklich am allerliebsten tust? So, der Kollege hier vorne, der hat schon sofort genickt, als die Frage ausgesprochen war. Verrätst du mir deinen Namen? Radek. Radek, du hast eine Antwort bekommen sofort, oder? Ja. Ja? Magst du sagen, was das ist? Menschen helfen. So, Radek sagt, Menschen helfen. Ja, hat es mit 2 Worten geschafft. Hilfst du Menschen? Tust du das heute schon? Noch nicht. Noch nicht. Wann willst du anfangen? Am besten heute. Das, Radek, hier. Ne? Manche sagen, ah, morgen, ja. Morgen mache ich das, ne? Morgen. Und dann sagt seine Freundin dann vielleicht, wenn er einen hat, ne? Ach Radek, du sagst ja immer, du machst das alles morgen, ne? Morgen, morgen, morgen. Ne? Und irgendwann sagt Radek, stimmt, ich schaffe das morgen gar nicht. Ich mache das einfach übermorgen. Ne? So. Also, Radek will Menschen helfen. Ich habe dem Markus auch mal diese Frage gestellt. Markus, was ist das, was du am allerliebsten tust? Und er hat blitzartig geantwortet. Wer hat eine Idee, was Markus Lehmkuhl am allerliebsten tut? Wer hat eine Idee? Bitte? Auf Schalke sein. Auf Schalke sein, ja. Nee, das war's nicht. Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Wer hat eine Idee? Wer kennt denn den Markus Lehmkuhl? Wer kennt den Markus Lehmkuhl? Kurz mal Hand hoch und ist jetzt total enttäuscht, dass er gar nicht hier war. Du kennst ihn auch, ne? Ja. Aus Kiel, ne, bis da unten, kennt euch. Was glaubst du, ist das, was der Markus am allerliebsten tut? Also ich denke, das geht auch in die Richtung Menschenhilfe. Ja, aber noch einfacher. Wie kann man es noch einfacher beschreiben? Wer hat eine Idee? Bahne vielleicht? Keiner? Ich sag's euch. Fäng mit R an. Reden, wie ist dein Name? Claudia. Claudia. Sie ist du kennst Claudia? Ach, das ist dein? Beide. Ach so, okay, alles klar. Ja, reden ist es. Genau das ist der Punkt. Reden. Was hat der Markus dann gemacht, als er gewusst hat, oh, am liebsten rede ich. Das war eine Erkenntnis für ihn. Was hat er gemacht? Er hat angefangen, Podcasts zu machen. Damit in die Welt zu gehen. Menschen zu helfen. Ja? Und unsere Tochter, wir haben eine Tochter, die ist 13 und die wusste irgendwie am Anfang gar nicht, was ist ein Podcast. Und dann habe ich ihm gesagt, Lotta, Podcast ist YouTube ohne gucken. Ja? Das ist so, das ist Podcast. Ja? Und das ist das, was der Markus tut. Und ich habe mir diese Frage auch mal gestellt, denn der Markus und ich, wir ticken sehr, sehr ähnlich. Also wir sind in gewisser Weise Seelenverwandte. Ja? Und ich habe mir auch mal diese Frage gestellt, nachdem mir so viele Leute gesagt haben, oh Thomas, du musst dich positionieren und du musst ganz klar sagen, wer du bist und wer deine Zielgruppe ist und so. Am besten bist du Verkaufstrainer für Päpste. Ja, dem bringst du bei, wie die ihre Kirche verkaufen. Da hast du so eine ganz klare Zielgruppe. Und da habe ich immer gesagt, oh, kein Bock drauf, ne? Kein Bock drauf, auf Päpste sowieso nicht. Ja? Aber dieses Zielgruppengeschiss da, ne? Ich sage immer, jeder ist ein potenzieller Kunde. Ich glaube, da sind wir beide aber voll auf Augenhöhe, ne? Jeder ist ein potenzieller Kunde, das sage ich mir. Also habe ich das nicht gemacht. Und dann war ich bei so Experten, die Positionierungsexperte sind. Und da fand ich es immer geil. Hat Sinn gemacht, dass ich da war und ich hatte auch Erkenntnisse und Impulse, weil die sagen alle, du musst dich halt ne, positionieren, dass du Päpste irgendwie coacht und so. Aber diese Positionierungstypen, die waren alle nicht positioniert. Das fand ich total spannend. Ey. Die reden über Positionierung und sind selber gar nicht. Die machen alles. Ne? Alles. Also Markus hat angefangen, Podcasts zu machen. Und mir ist das genauso passiert. Ende 2013 habe ich gesagt, oh komm, was machst du am liebsten? Reden. Und ich sehe die Zahl schon rot hier, ne? Noch 54, 53, die Zeit zählt runter, ich habe gar nicht mehr viel Zeit, dass ich heute Abend hier reden darf. Und ich habe auch mit Podcast angefangen. Und heute freue ich mich besonders, denn heute, Podcast ist ja YouTube ohne Gucken, ne? Heute sagt jemand zu mir, bist du Thomas Reich? Ich sage, ja. Ja, ich höre deinen Podcast. Echt? Wie hast du mich denn erkannt? Ja, an der Stimme. Ja. Also, nehmt euch das, was ihr am allerliebsten tut, dann könnt ihr damit jeden Erfolg bekommen, den ihr wollt.
ob es jetzt Podcast ist, so wie ich. Ich brauche keine Akquise mehr. Die Kunden kommen alle von alleine über den Podcast. Und ein Nachbar von uns, das schaffe ich noch in 12 Sekunden, ist Otto Walkes. Wir wohnen in Hamburg-Blankenese. Otto wohnt so ein Stückchen über uns. Und Otto Walkes, ob man den mag oder nicht, der hat sein Leben lang nur das getan, was er will. Und das wünsche ich euch auch. Punktlandung! Oh, das hat... Das habe ich noch nie geschafft. Und dann noch so spontan. Stark. Cool.